So, weiter geht's heute mit dem Qualifikationstraining. 18 Minuten schön heute Abend hier in Japan. Und dann schauen wir mal, wie es am Ende ausgeht. Los geht's. Ich vermute, dass wir soft starten müssen. Soft fahren werden, wie alle anderen auch. Da wir wahrscheinlich eh nicht in den Top 10 stehen, können wir dann wieder medium soft fahren, wie wir es auch in Russland letzte Woche gemacht haben. So. Ja, wir werden auf jeden Fall gesagt fahren. Wir haben eh nichts zu verlieren. Everyone ready? Okay, let's go. Dann fahren wir mal raus. Wir werden gesagt auf Soft den ersten Versuch setzen. Wir haben eh keine Medium, um uns zu versuchen. So, wir krümmeln jetzt kurz für den McLaren noch raus, aber den werde ich jetzt ziehen lassen gleich, sobald ich... So, lass mal den kurz eben vorbei, weil der wird eh nicht... Carlos Sainz, ja. Der wird eh sich vor uns qualifizieren, daher... unwichtig. Ja, wie gesagt, 18 Minuten jetzt heute zu Hause anstehen, im Gegensatz zu den... bei drei Trainings, die wir ja gestern gefahren sind. Schauen wir das einfach mal, das war heute. Heute geht es ein bisschen um was. Und am Morgen, wie gesagt, das Rennen. Dann 13 Runden, die in Russland, die hier in Japan angehen. Ich hoffe, das genau die gleiche Rennen, die auch in Russland gefahren sind. Wären sie dann 16, 17 Runden alt gewesen, dann hätten wir sogar 18 Runden. Dann wären wir sogar tatsächlich, dann wären wir tatsächlich sogar ja durchaus in die Punkte gefahren. Weil, wie gesagt, wir waren das schnellere Auto auf der Strecke. Insgesamt das zweitschnellste, weil Bottas am Ende nochmal unsere schnellste Runde geknackt hat, die eh nichts gebracht hätte, weil wir ja außerhalb der Top 10 waren. Die geht es ja nur dann bis nächster Punkt, wenn es in die Top 10 geht. Naja, mal gucken. So, einfach so setzen wir jetzt auf jeden Fall nochmal. Und dann schauen wir mal, wie es geht. Vielleicht ein, zwei, ein Versuch, ja. Gucken. So, 15 Minuten 40 haben wir noch. Jetzt wollen wir die Zeit bis zum Ende runterlaufen. Das ist jetzt sehr clever, dass der Haas da noch die Boxengasse verlässt. Das ist George Russell, den ich ja sehr gerne hätte für die neue Saison. Ja. Mal gucken, was halt passiert. Wie das finanziell reicht. Das ist halt. Wir müssen schauen, was halt passiert. So, der Russell, der zieht aber ein bisschen weg da gerade vorne. So, vielleicht durchaus mit der Möglichkeit des Windschattens da nochmal was zu reißen. Den Windschatten ein bisschen anzunehmen, abzunehmen hier im Haas. So, der Ricciardo ist ja unwichtig gerade, dass der eine schnelle Runde war. Das ist halt für uns kein direkter Konkurrent. Im negativen Sinne, weil wir einfach gar nicht zu schnell sind, wir nicht als die Rinne. Jetzt haben wir ihn. Also der hat genau da Platz gemacht, wo er sollte. Den Windschatten mitgenommen. Jetzt haben wir den Haas natürlich neben uns. We have two laps of fuel remaining. Und wir sind hinter Schumacher sogar noch. Also sogar unser Teamkollege hat uns jetzt gerade von der Zeit her gepackt und Latifi auch. Fahrer vor mir.
Latifi ahead. Okay, gap ahead is 20.6 seconds. Their best lap time is a 1:29.7. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir so langsam sind auf einmal. Weil wir sind immerhin. Ja, 31 Minuten sind wir gefahren. 29,7 von Latifi. Dementsprechend stehen wir sogar momentan auf der letzten, in der letzten Reihe. Weil die 29,7 ist das, was in die Spitzengruppe gefahren ist. Ich befürchte, dass wir gerade hier im Qualifying die nächste Klatsche kassieren. Aber kann aber sein, dass wir ja nochmal. Müssen sie nochmal einen zweiten Versuch rausziehen. Teamkollege, Status. Say again, you're breaking up. They're in seventh. Their best lap time is a 1:29.7. 29,7, das ist gleiche Augenhöhe. Also weiß ich, was wir auf jeden Fall fahren müssen. Das sind 1,3 Sekunden. So, da geht der Mickey auch schon hinter uns. Best lap so far is a 1:31.0. So. 13. momentan, 14 jetzt also. Ich versuche nochmal eine Runde zu setzen. Screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button. You can then navigate up and down to the setting you want to change. Engine fired, we're set. So, wir gehen mal raus, wieder einen zweiten Versuch setzen. Haben sie mal 17. Also wie gesagt, 1,3 Sekunden hinter Latifi und Schumacher. Fahrer hinter mir. Raikkonen ist behind you. Raikkonen. Das ist das Auto, was hinter mir jetzt gerade in der Dings ist, in der Zeit da ist. Wir haben ja 4 Autos im Moment noch hinter mir. Also wie gesagt, wir müssen noch 2-3 Plätze hingewinnen. Und die Chance haben hier vorne noch mal mitzunehmen. Also was 15 würde erreichen. Um mal die Chance haben, hier in Japan überhaupt noch Punkte mitzunehmen. Los, Hamilton, jetzt sind wir sogar 20. weil sie noch sich ein bisschen verbessert haben, alle. Und ich lasse den jetzt gerade hinter mir nicht vorbei, weil es einfach gerade für mich keinen Sinn macht. 21 jetzt sogar. Ja, wir müssen halt nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen, sollte, dass sie noch heute irgendwas werden mit einem Platz irgendwo im Mittelfeld. Jetzt sind wir sogar 22. Also, mal schauen, was damit rauskommt.
Wird nicht reichen momentan. Um ganz von hinten wegzukommen. Die Hälfte hätten wir, ja. Aber nicht das gesamte. Finn würde nur eine halbe Sekunde fehlen. Wir haben es klar verbessert, aber nicht nach vorne. Und das war's. Are you alright? Engine off, engine off. Fuck! Vergiss es. Muss also nochmal rein, nochmal einen neuen Satz reifen und dann versuchen dann nochmal nachzukontern. Oder kriegen wir es nochmal hin? Sogar besser im letzten Sektor, aber es war gecuttet. Your last lap time moved you up to P18. Habe ich mir aber auch ein bisschen vertan mit der Kurve. Also 18. jetzt momentan. Ja, sind immerhin noch 4 Plätze, ne? Das ist es halt. Und 4 Plätze können dann mal durchaus was ausmachen. Aber wie gesagt, wir werden das Punkte betrifft. Ja, vielleicht durch die Strafen ein bisschen was da vorne gespielt. Ich weiß nicht, wie die Strafen, wie der Strafendings aussieht am Ende. There's only one lap of fuel remaining. Ich fahre jetzt bewusst nochmal rein, neuen Satz reifen wohl und nochmal raus. Fahrer vor mir. Stroll is ahead of you. Their best lap time is a 1:29.0. Also vor Raikön, vor den beiden Williams und vor dem Teamkollegen. Ja, also ein bisschen in die Richtung hatte ich gehofft. Aber wir müssen Minimum 28 irgendwas fahren, um Giovinazzi zu kassieren sogar noch.
best lap so far is a 1:29.4. So, dann ab nochmal raus. Nochmal unser Reifen holen. Vielleicht nochmal was raus. So, 3 Minuten noch. So, gehen wir Gas. So. Auch wir hüpfen nochmal raus. 2 Minuten 40 haben wir noch. Also, ein Versuch auf jeden Fall noch. Natürlich werden jetzt alle hinter uns nochmal ihre Zeiten setzen. Vielleicht ist es noch was drin. Da ist sogar Gelb sogar noch da hinten jetzt irgendwo. Auf der Stadt Zielgerade. Ich weiß, was mit Mercedes da ist. Der wird auf jeden Fall auch außerhalb von unserer Konkurrenz sein. Bottas, den lasse ich mal ziehen. Der ist 8er momentan. Auch da hinten ist wieder Gelb. Also wie gesagt, irgendwo scheint bei die KI da auch gerade ein bisschen Mist zu bauen. Vielleicht hilft uns das, um nochmal das eine oder andere Plätzchen zu gewinnen. Es kann auch durchaus alles möglich sein, ne? Ich vermute, dass sie sich da auch ein bisschen gegenseitig behindern, ein bisschen vorbeilassen. Es sind noch jetzt 2 Minuten. Es ist ganz, ganz wichtig, jetzt irgendwie eine halbwegs vernünftige Position zu bekommen. Da ist wieder Gelb. Die Frage ist, wo ist da, was machen die da hinter mir? Ist mir aber auch egal. Wir fahren einfach unser Ding durch. So, es ist wieder vorbei. Und wir wollen jetzt nochmal Gas geben. Und vielleicht schaffen wir nochmal ein Plätzchen. Vielleicht sind es noch 1, 2, 3 Plätze noch drin. Ich weiß nicht, wie gesagt, es kann mit den ganzen Strafen, mit eventuellen Strafen, kann es durchaus nochmal was möglich sein. Der Bottas ist vorne weg. Das ist sehr unwichtig. Verschwinde mal hinter mir in meinem Rückspiegel mit dem Ferrari da. Das ist Leclerc. Immerhin noch unser Rivale, ne? Der soll ja auch noch mal was. Der will ja auch noch mal was versuchen. Vielleicht. Aber wir haben momentan eine gute Zeit drin. Das ist es. Just 30 seconds left in the session. 30 Sekunden, das wird auf jeden Fall keine neue Runde geben. Das heißt jetzt entweder passt es oder passt es nicht. So, was haben wir rausgekriegt? 19. sogar nur. Ja, wir haben irgendwo nochmal Zeit liegen lassen. Warum auch immer. Wir hatten einen super guten Vorsprung. Da haben wir echt gut mitgenommen. Und dann haben wir nochmal was verloren. Die Frage ist, wo? Ich glaube, in der letzten Kurve. Ich würde spontan fast sagen, in der letzten Kurve, dass wir da nochmal ordentlich Zeit liegen haben. Mit dem Ende des Qualifyings werden wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Max Verstappen. Hinter Mick sogar noch. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Wenn wir die Runde nicht mitgenommen haben, wir auf 15 gelandet. Also sind wir echt nochmal verdrängt worden. Und Mick hat uns tatsächlich dann am Ende nochmal gepackt. Da stehen wir sogar noch dahinter. Also Raikön, King und Latifi. Also eine, ja, puh, was ein Training. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da nochmal liegen lassen, weil wir haben 7-0, 7-0-8 Vorsprung gehabt. Also wäre wahrscheinlich alles möglich gewesen, in Liga 28er Zeit zu fahren. Aber die haben wir eben nicht gepackt. Naja. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen.
Wie war es aus Ihrer Sicht? Es ist kein Rennen, es ist ein Qualifying, ist aber das gut. Das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos. So, also. Ihr Teamkollege war heute schneller. War heute einfach nicht Ihr Tag? Die Reglementänderungen für die nächste Saison wurden bekannt gegeben. Wie gut kann Ihr Team sich daran anpassen? So, ja, sie war, wir arbeiten schon an den Upgrades. Danke für den Kommentar. So, gut. Qualifying war schneller als sehr gut, als wir, der gute Herr Leclerc. Aber vielleicht haben wir ja Glück und er fällt aus oder so. Naja. Gucken, was drin ist. 19. Min, vielleicht fehlen noch Strafen. So. Gut, dann machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und morgen geht's weiter mit dem Rennen um 14 Uhr. Bis dahin und tschüss.